Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo. Ich wollte ja eigentlich gestern zwei Folgen auf einmal aufnehmen, aber das hat nicht ganz so gut geklappt. Deswegen, ja, einfach jetzt heute eine neue Folge. Gut, beim letzten Mal sind wir direkt vom Butcher stehen geblieben. Und ja, das ist also heute die Folge, wo wir den Butcher dann in Albtraum angehen werden. Ich werde jetzt aber noch mal ganz kurz alle Sachen soweit dissen, die wir ja so gefunden haben in dem letzten Run. Zum Beispiel auch diese Schuhe, die ich ganz vergessen habe zu identifizieren. Nein, sie sind nicht gut gerollt. Schade. Dann können wir sie auch theoretisch dissen. So, wir haben noch eine Seite des Juwelenschmiedes gefunden. Da können wir auch mal ganz kurz überlegen. Könnten wir im Prinzip auch upgraden. Können wir einfach mal so mitnehmen. So, dann nehmen wir nochmal hier das Zeug mit und das Zeug mit. Und schauen nochmal ganz kurz. Materialien vorhanden am besten. Neue Hosen. Aha. Gürtel gibt es erst ab Level 46. Neuen Kopf gibt es ab 45. 41 gibt es auch neue Schultern. Was kosten denn die Schultern? Die kosten 4. Die Hosen kosten 9. Hui. 9. Probieren wir mal eine Hose aus. Ja, gar nicht mal so schlecht. Hat statt Geschicklichkeit jetzt Vita drauf. Aber das können wir ja ganz leicht ändern, indem wir einfach zwei Geschicklichkeitssteine reintun. Ja, gefallen mir. Glaub, die ändere ich. Ja, ist okay. Und dann probieren wir doch noch mal hier Schultern mit Kälteresi, relativ sinnlos. Na gut, da sind zweimal wirklich Crap rausgekommen, aber Ultra Crap. Gut, was haben wir jetzt? Zweimal 14, dann wäre es bei 28. Okay, dann graden wir auf jeden Fall nicht ab, sondern, oder doch, wir können ja den Vita-Stein einmal upgraden und tun dann Geschicklichkeit und einen Vita-Stein rein, haben ein bisschen Geschicklichkeit weniger, haben aber gewaltig mehr Leben nochmal obendrauf. Denke ich mal, hilft uns gegen den Butcher auf jeden Fall noch. Und natürlich die bessere Rüstung auf den Hosen. Das ist auch gar nicht mal so schlecht und verkehrt. So, dann machen wir daraus einfach einen perfekten. Und daraus machen wir einen makellosen. Tun wir dann das rein, das rein. 23 weniger, naja gut, okay. Dafür aber um fast 1300 mehr Leben. Das ist ganz okay. Guter Tausch. Die alten Hosen kommen wieder auf die Bank, genauso wie unsere Handwerksmaterialien. Ja, dann eigentlich nur eine Fähigkeit ausgetauscht, und zwar den hier möchte ich gerne reinhaben. Die sind soweit alles in Ordnung. Ja, kann ruhig bleiben eigentlich. Mehr Schaden ist jetzt auch, um eher sinnlos zu nehmen. Gleichmut brauchen wir auf jeden Fall. Lichtblitz.
Lichtblitz, Lichtblitz, Lichtblitz. Reichen uns 3 Sekunden, dann könnten wir hier noch den 20. Nee, wo waren das? Ah, nee, das ist jetzt hier, ne? Ah, okay. Schade, ne? Dann doch lieber nicht. Da nehmen wir den Damage mit. Gut. Nö, ich denke, das war's. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal und versuchen unser Glück. Ja. Jetzt gibt's eh kein Zurück mehr. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und auf geht's. Wollen wir mal schauen, wie gut wir hier gegen ihn ankommen. Und noch sieht es eigentlich ganz in Ordnung aus. Es kommt natürlich darauf an, wie nachher es mit den Feuern ist. So, 10% werde ich, denken wir mal, haben jetzt. Mantra habe ich noch gar nicht gezündet. Wunderbar. Und guck mal, wie schön er so ganz langsam runterdroppt, ohne dass wir überhaupt Schaden nehmen, wollte ich gerade sagen. Naja, also schon mit Schaden geht's eigentlich. Wir haben immer noch Gleichmut. Haben wir immer mal unseren Heal. Und allein dadurch, dass wir durch die verbrauchte Geisteskraft wieder Leben bekommen, ist es eigentlich ganz in Ordnung. Wir gucken, selbst der Hammer da macht nicht viel Schaden. Und wir weichen auch genügend eigentlich aus. Es wird also eigentlich nur eine Zeitfrage, wie lange wir gegen ihn brauchen werden. Ja, eigentlich so ein entspannter Kampf fast wie Diablo. Da haben wir auch nicht viel machen müssen an sich. Ja, mal gucken. Vielleicht droppt er mal. Oh, hier sollte ich mal aus dem Feuer rauslaufen. Ne? Da ziehst du mich nicht ran. Ja, genau. Lauf mal auf die. Naja, super. Auf die andere Seite. Nein. Und komm doch halt nicht mal her. So. Wunderbar. Los, das ist in Ordnung. Verwirren. Wieder unseren Damage-Buff hoch. Jetzt kommst du dahin. Naja, gut. Mach das mal. Halb haben wir ihn jetzt. Super. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Naja, den Damage-Buff hoch. Mantra reicht, denke ich, noch locker. Ja, komm. Das macht uns gar nichts. Eine Glocke und schon haben wir uns wieder hochgereckt. Dann blenden wir dich nochmal. Auch nur noch ein, zwei Glocken drauf. Oh, schön, dass du mich wegstoßt aus dem Feuer. So, jetzt holen wir dich mal ganz kurz meinen Typen her, damit der auch mitläuft. So, wunderbar, wunderbar. Läuft ja hier alles wie am Schnürchen. Den Damage-Buff wieder auf. Ah, okay, den sind wir ausgewichen. So geht's natürlich auch. Da kommt Feuer. Das brauchen wir nicht so gut gebrauchen. Zwei Glocken wieder drauf. Dann stellen wir uns auf diese Seite. Wunderbar. Und verwirren. Oh, jetzt wird's ein bisschen heftig hier mit Feuer. So, da ist was frei. Aber wir haben ja immer noch unser Gleichmut. Aber bis jetzt immer noch nicht brauchen müssen. Oh, ja, selbst so ein bisschen Ansturm kann uns hier nicht schaden. Ja, so passt noch, alles klar. Außerdem haben wir auch noch zwei Heilpots. Also, ja. So wirklich schwer ist er nicht. Man braucht einfach nur genügend Def. So, jetzt kommt hier echt schon wieder eine ganze Menge Feuer. Also ich hoffe echt, dass hier kein Enrage-Timer ist. Sonst haben wir es hier gleich echt voller Feuer. Ja, aber es geht langsam wieder zurück. Oh, da wieder hinstellen. Noch eine Glocke. Wunderbar. Ja, wo kommt er denn? Na, komm her.
Hier hinten ist nichts. Probieren. Glocke. So, noch ein, zwei Glocken, dann sollte er hin sein. Jupp, da ist er hin. Wunderbar. Zwei gelbe Sachen. Yeah, cool. Erstmal hier das ganze Gold wegsammeln und dann den ganzen anderen Rest. Schmiedeplan mitnehmen. Damit ist der Butcher auf Albtraum auch besiegt. Ich hatte ihn mir wirklich schwerer vorgestellt. War sehr einfach. Aber natürlich, wir haben einen riesen Lifepool. Wir haben schon relativ guten Damage mit fast 1000. Ja. Sonst kann ich auch nichts sagen, was wir großartig jetzt so gute Items haben. Aber naja. Es hat auf jeden Fall gereicht. Hier so nochmal ganz kurz so eben die Stats so zum Vergleichen. Was wir so momentan haben, was wir nicht haben. Für den Butcher hier in Albtraum. So, eine Glocke rein. Skillung hat man ja auch gesehen, die ich genommen habe für den Butcher jetzt. Also wie so gesagt, so nichts Weltberühmtes. Und ich denke, ja, ist halt nicht machbar für jeden. So, da kommt Tyrael, der uns dann noch in Akt 2 portet gleich. Ah ne, das macht ja der andere komische Händler hier. Lassen uns erstmal auf in Akt 2. Und dort werden wir dann erstmal wieder gucken, was wir hier so schönes an gelben Sachen bekommen haben. Vom lieben Butcher. Zum Beispiel hier eine Brust. Mal gucken. Zwei Sockel hat sie. Aber mit Stärke. Naja, gut. Und wir haben noch einen Helm. Gucken wir auch mal rein. Der ist aber nur für Hexendoktoren. Mit 40 Vitalität. Naja. Schlecht ist er nicht. Aber nur Vitalität auf diesem Levelbereich ist auch nicht gerade so berühmt. Okay. Dann werden wir die Sachen auch noch schon mal wieder in die Truhe packen. Nee. Die Seiten müssen natürlich auch in die Kiste. Ich wollte gerade sagen. Wo will ich denn da hin? 37er Tränke sind auch noch in Ordnung. Ich glaube, es gibt jetzt wieder 47 welche. Dann tun wir nochmal hier so über die Items fliegen, ob wir da noch irgendwie eine Verbesserung finden. Und? Warte, die noch Ringe oder so? Nee. Nur die Rezepte. Schon mal mit Lea sprechen. So, haben wir hier noch einen fahrenden Händler. So, was hat der denn so Feines? Der hatte Ringe. Aber auch nicht wirklich was Gutes. Das war nur der Heiler. Joa. Dann würde ich sagen, beende ich erstmal an dieser Stelle die Aufnahme. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in Akt 2 Albtraum. Bis dahin, tschüss.